Nächste Rednerin ist die Sozialsprecherin der Grünen, Judith Schwendner. Danke, Herr Präsident. Herr Minister, der ist da hinten irgendwo. Werte Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, ich nehme in erster Linie auf meinen Antrag ein, der bezieht sich auf die Anrechnung der erhöhten Familienbeihilfe, die Menschen mit Behinderung bekommen. Und in einigen Ländern, Bundesländern, ist es Praxis, dass diese, oder war es Praxis, wie mir zu Ohren gekommen ist, dass diese erhöhte Familienbeihilfe bei Behinderung bei der Mindestsicherung angerechnet wird und sich dadurch die Mindestsicherung reduziert. Jetzt habe ich auch vernommen, wie gesagt, dass das in den meisten Ländern bzw. in keinem Bundesland mehr der Fall sein soll. Trotzdem frage ich mich, und Sie haben im Ausschuss signalisiert, die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ, dass sie dem Antrag nicht zustimmen werden. Auch wenn es jetzt nicht der Fall ist, ich bin da sehr skeptisch, weil wir wissen aus der Praxis, dass die Harmonisierung zwischen den Bundesländern, was die Mindestsicherung anbelangt, mangelhaft ist. Darüber haben wir auch gestern diskutiert. Deswegen würde ich Sie bitten, was spricht dagegen, diesem Antrag zuzustimmen, dass es wirklich auch in Zukunft nicht der Fall sein kann, dass eine erhöhte Familienbeihilfe bei Behinderten bei der Mindestsicherung angerechnet werden kann. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch insgesamt auf Unzulänglichkeiten bei der Mindestsicherung eingehen. Was ist die Mindestsicherung? Die Mindestsicherung ist das letzte, das soziale Netz, das wir zu bieten haben für Menschen in einer äußerst schwierigen Lebenssituation, für Menschen, die vielleicht durch oder viele Menschen, die durch ihren Beruf nicht genügend Einkommen haben und nicht damit auskommen und daher über die Mindestsicherung noch ein bisschen was dazu bekommen. Viel zu wenig, wie wir meinen, aber immerhin. Es geht um Menschen, die durch alle Netze gefallen sind und in der Situation auf die Mindestsicherung angewiesen sind. Und der Herr Minister, der vielleicht dann mal zuhören möchte, der Herr Minister heute auch schon erwähnt hat, dass es da mittlerweile um 250.000 Menschen, wenn man die Kinder, die Mindestsicherungsempfängerinnen auch sind, mit einberechnet. 250.000, ja, in Wien, und ich kann Ihnen sagen, warum. Weil es oft so ist in der Praxis, dass die Gemeinden für die Mindestsicherung zuständig sind. Und weil die Mindestsicherung bei uns auch immer ein Thema ist, wo Menschen das Gefühl haben, sie sind stigmatisiert und sie haben Angst, darum anzusuchen. Und in Wien, wo erstens viel mehr Menschen leben, ja, reden Sie mit Menschen, die Mindestsicherung bekommen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht genau, wo sie sind und wie abgehoben sie sind, aber offensichtlich haben Sie mit den Menschen, die darauf angewiesen sind, ganz wenig zu tun. Also spielen Sie nicht Zahlen gegen Zahlen aus, sondern schauen Sie darauf hin, wie viele Menschen in Österreich angewiesen sind. Und es kann nicht, und das ist die Hauptaussage, es kann nicht von der Postleitzahl abhängig sein, wo ich wie viel bekomme, wo ich wie sehr schikaniert werde oder nicht, wo ich wie sehr Verfahren ausgeliefert bin oder langen Entscheidungsdauern in den einzelnen Bundesländern, sondern es muss von Westen bis Osten ganz gleich gewährleistet sein, dass man entsprechenden Zugang und ein Recht auf diese Mindestsicherung hat, die wirklich das letzte soziale Netz ist, das wir anzubieten haben. Und deswegen bitte ich Sie noch einmal, wir haben auch gestern darüber diskutiert, wir haben einen entsprechenden Antrag eingebracht, der quasi einen bundesweiten Rahmen vorsieht, der nämlich gewährleisten soll, dass Menschen in Österreich, egal wo sie leben, egal welche Postleitzahl sie haben, den gleichen Anspruch und den gleichen Zugang zu dieser Mindestsicherung haben. Und ich verbiete mir in dem Zusammenhang Polemik von Ihrer Seite. Danke. Die erhöhte Familienbeihilfe dürfe nicht auf den Bezug der Mindestsicherung angerechnet werden. Die Harmonisierung mit den Bundesländern sei hier generell mangelhaft, betont Judith Schwendner, Sozialsprecherin der Grünen.